Amira Haruna hat eine herausfordernde Zeit in der Oberstufe gehabt während ihres Abiturs. Heute ist sie Modebloggerin. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Frau Haruna. Dankeschön. Eine schwierige, herausfordernde Zeit während der Oberstufe. Wie hat Sie das geprägt für den Rest Ihres Lebens? Sehr auf jeden Fall. Also ich habe einige Stolpersteine gehabt, die mir aber, wenn ich jetzt darüber nachdenke, erst richtig bewusst werden. Also während der Zeit wusste ich zwar, dass einiges nicht richtig läuft, habe das dann doch irgendwie versucht auszublenden. Und wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich auf jeden Fall einiges nicht anders machen, aber auf viele Dinge anders reagieren. Was waren das für Stolpersteine? Wie muss ich mir das vorstellen? Vorstellen kann man sich das so, dass ich rassistische Lehrer hatte und damals hätte ich das so nie angesprochen. Also auch per se, es gab eine Situation, wo wir das ganz klar gesagt haben. Aber Sie haben das geäußert, Sie haben das ganz klar benannt oder wer ist wir? Genau, wir, eine Freundin und ich, haben das ganz klar benannt. Der Lehrer ist dann auch auf uns zugekommen und hat sich entschuldigt. Aber es gab so viele andere Situationen, wo man hätte etwas sagen müssen, aber damals war das noch ein bisschen eine unsichere Situation. Man ist ja in der Lehrer-Schüler-Position. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Aber Sie haben mit Ihrer Freundin den Mut gehabt, ja, das anzusprechen. Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht? Was hat das bis heute wird das ja eine Auswirkung gehabt haben. Was war das für ein Schlüsselerlebnis? Wie hat sich das angefühlt für Sie? Also geprägt hat es mich in der Linie, dass ich auch versuche, anderen zu sagen, dass sie das auf jeden Fall ansprechen müssen. Und es hat mich wirklich stark geprägt, weil ich nicht glauben kann, dass das passiert ist. Obwohl ich weiß, dass es immer passiert und ständig und dass es kein Einzelfall ist. Ich kann nicht fassen, dass Lehrer so etwas tun. Das heißt, was würden Sie Jugendlichen raten, Menschen raten, die in so einer Situation sind? Auf jeden Fall sich Verbündete suchen und über das Geschehene sprechen und sich an andere Lehrer, an die Schulleitung, an irgendjemanden widmen, der den Schüler und Schülerinnen da aus der Situation heraushelfen kann. Das wäre das, was ich jetzt machen würde und wirklich, wenn alle Stricke reißen, bis ganz nach oben, damit so etwas nie wieder vorkommt, damit so etwas niemand spüren muss und ja, damit einfach so etwas nicht mehr vorkommt. Das heißt, in Situationen, in denen Sie jetzt in Ihrem Berufsalltag, in Ihrem Leben mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, sind Sie so, dass Sie immer direkt die Sachen ansprechen, dass Sie sich wehren? Hat Sie das so geprägt, dass Sie das umgesetzt haben in Ihrer beruflichen Laufbahn? Ich würde sagen, ja. Grundsätzlich könnte ich mich da in den Hintern beißen, wenn ich da nichts sage und weiß, dass da etwas gerade war, was total unangebracht war, was nicht hätte sein müssen. Und es wurden Dinge gesagt, die diskriminierend, rassistisch und was auch immer waren. Und grundsätzlich würde ich jedem raten, sofort da halt Stopp und sich da zu äußern. Und ich weiß, es ist schwierig, es ist nicht leicht, aber vor allem, wenn man jemanden hat vielleicht, mit dem man sich austauschen kann darüber, kann das schon viel, viel helfen. Sie sind trotzdem stark geblieben, auch während der Oberstufenzeit. Sie haben Ihr Abitur gemacht. Wie ging es danach für Sie weiter? Was waren dann die Ideen, die Sie für sich hatten? Wo sollte es beruflich hingehen für Sie? Die Oberstufenzeit war nicht leicht, wie ich ja gesagt habe, durch die unterschiedlichen Lehrer und Lehrerinnen. Ja, irgendwie hat man sich da durchgekämpft. Danach habe ich studiert. Ich habe einen Studiengang abgebrochen, weil das einfach nichts für mich war. Ich habe direkt gemerkt, halt, das ist überhaupt nichts für mich. Und, aber Sie sind trotzdem erstmal eingestiegen. Ja. Also Sie haben trotzdem, was war das für ein Studiengang? Gesundheitsökonomie. Den haben Sie kennengelernt und haben gedacht, das fange ich einfach mal an und dann aber ganz schnell gemerkt, das ist doch das nichts. Das ist nichts für mich, genau. Wie war der Moment? Wie war dieses sich selber eingestehen, das ist es nicht, ich muss jetzt hier was ändern? Also ich hatte Gesundheitsökonomie als Schulfach in der Oberstufe, also während des Abiturs. Und da fand ich super, hat mich total interessiert. Und dann dachte ich, probiere ich es mal aus. Meine Mama meinte auch, ja, probiere es. Und war so voll Feuer und Flamme. Und ich dachte erst so, Und dann habe ich es aber einfach ausprobiert. Und als ich gemerkt habe, dass es überhaupt nichts für mich ist, war ich nicht enttäuscht, sondern ich habe es versucht. Und das war das Mindeste, was ich tun konnte. Dann bis hierhin und nicht weiter.
bin ich auch langsam nicht mehr zur Uni gegangen, sondern habe mir dann ganz schnell etwas Neues gesucht. Was interessiert mich denn? Was kann ich mir für mich selbst vorstellen? Und dann habe ich im Wintersemester dann mit meinem Soziologiestudium angefangen. Und das ist das Richtige für Sie gewesen? Genau, absolut. Bis heute die perfekte Entscheidung, hat mich super geprägt in meinem ganzen Leben, in dem, was ich jetzt tue. Und wie war der Schritt dahin? Haben Sie von außen Vorschläge bekommen? Gab es jemanden, der Sie inspiriert hat? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin auf die Uni-Seite gegangen und habe mir die unterschiedlichen Studiengänge angeschaut und habe so geguckt, womit ich mich identifizieren kann, was mich am meisten interessiert. Und da habe ich Politikwissenschaft und Soziologie und ja, die einzelnen Bausteine haben einfach zu mir gepasst. Und es muss nicht immer alles passen, weil da gab es auch Statistik zum Beispiel. Mathe ist nicht unbedingt meins, aber wenn der größte Teil stimmt, kann man sich auch durch das andere irgendwie durchboxen, weil 100% leicht ist nichts. Das heißt, wenn so eine Herausforderung kommt, was ist das für Sie? Wie gehen Sie damit um? Also in erster Linie versuche ich mich darauf einzustimmen. Und dann schaue ich, wie ich es am besten bewältigen kann. Alles auf meine Art. Es gibt keine Art, die auf jeden hundertprozentig passt. Selbst wenn man immer online irgendwelche Tipps und Tricks. Man muss sich alles immer ein bisschen individuell anpassen und gucken, dass es auch für einen selbst stimmt und dass man mit der Art auch klarkommt. Denn nur man selbst ist in dieser Situation, kein anderer und keine andere. Und ja. Wer hat Sie geprägt? Wer hat Ihnen geholfen, so eine Sichtweise für sich selber zu finden? Ich würde sagen, zum einen das Leben an sich, zum anderen auch einfach von Kindheit an. Meine Eltern stets einfach Sachen auszuprobieren. Ich habe so viel ausprobiert, um irgendwie nur den kleinsten, also nur um, selbst wenn es etwas war, was mir nicht gepasst hat, habe ich es ausprobiert, um zu sehen, wie es ist. Und selbst wenn ich, keine Ahnung, nach 2 Wochen gemerkt habe, es ist nichts, war es immer noch etwas, was man probiert hat. Das war zum Beispiel in der Mittelstufe mal Fußball spielen ausprobieren und direkt gemerkt, es ist nichts für mich, aber dann wusste ich es wenigstens. Jetzt sind Sie heute Modebloggerin. Wie ist denn der Weg von Ihrem Studium zur Modebloggerin? Wie kann ich mir diesen Weg vorstellen? Wie sind Sie den gegangen? Also ich habe im ersten Semester direkt angefangen, neben der Uni in den Freistunden mit einer Freundin zusammen Bilder zu machen. Ich habe einen Blog selbstständig aufgezogen und ja, mich einfach reingefuchst und geschaut, wie es geht. Und das war super, einfach neben der Uni sowas zu haben, was man noch machen kann, was einen interessiert, was so ein bisschen auch die Gedanken von der Uni-Arbeit ablenkt und ja, so als Hobby quasi. Und dann, selbst wenn es zum Beruf geworden ist teilweise, konnte ich das mit meinem Studium immer noch super vereinbaren, weil es unheimlich viele Themen gibt, die man kombinieren kann. Mittlerweile zum Beispiel auch, wenn ich Videocontent kreiere, die Richtung politische Arbeit gehen, kann man das immer alles mit mir selbst und meinem Studium und meinem Hobby kreuzen und vereinbaren. Was wünschen Sie sich noch? Was gibt es für Ziele, die Sie gerne erreichen möchten? Meine Ziele schwanken eigentlich immer. Ich habe immer, wenn ich etwas Neues entdecke, das Gefühl, das könnte ich machen. Und dann, oder es fliegt mir zu. Kann auch sein, dass man irgendwie durch die eine Sache, die man gerade macht, eine andere Sache irgendwie reinbekommt. Ich habe unheimlich viele Marketing-Praktika gemacht und darin auch teilweise gearbeitet. Und dazu kam ich irgendwie durch meinen Blog, da ich mich selbst vermarktet habe und dann dachte, oh, das interessiert mich total und das würde ich gerne machen. So bin ich dann auf Marketing gekommen, was man nicht unbedingt direkt mit Soziologie assoziiert. Aber wie gesagt, man kann sich alles irgendwie selbst zusammenbauen und man muss nicht immer den einen Weg gehen, sondern es gibt viele Wege, die dann zum Ziel führen können. Sie sind ja wahnsinnig offen. Wenn Sie so erzählen aus Ihrem Leben und so, alt sind Sie ja noch gar nicht, dann ist es unheimlich beeindruckend zu hören, dass die Dinge, die Ihnen so entgegenkommen, dass Sie die ganz offen annehmen und ausprobieren. War das schon immer so? Sind Sie schon als Kind so gewesen oder haben Sie sich das angeeignet? Ist das eine Eigenschaft, die im Laufe der Zeit gekommen ist? Ich würde sagen, ich war schon immer interessiert für so alles, was es gibt.
Ich glaube, es kam auch mit dem Alter. Also je älter man wird, desto unabhängiger wird man. Man hat den ersten Job, man verdient das erste Geld. Das habe ich zum Beispiel mit 17, 18 hatte ich meine erste richtige Arbeit. Und ja, das hat mich dann ein Stück weit immer unabhängiger gemacht, auch gegenüber meinen Eltern und mir selbst. Ich konnte mir selbst Sachen leisten und kaufen, Sachen, die ich wollte. Und und dann ging es einfach immer einen Schritt weiter. Man lernt ein Stück weit von klein auf, aber es expandiert, je älter man wird. Wie ist das mit Scheitern? Haben Sie Angst vorm Scheitern? Ist Scheitern ein Teil Ihres Lebens immer gewesen? Ich habe mich mal nach dem Abi für eine Stelle einfach so zwischen Abi-Zeit, zwischen Studium für so einen Job beworben und die haben mich aufgrund meines Kopftuchs abgelehnt. Und nachdem ich dort war und eigentlich anfangen sollte, weil sie dachten, es wäre irgendwie ein Modeaccessoire und da konnte ich gar nicht mit richtig umgehen. Ich habe angefangen bitterlich zu weinen, weil ich dachte, warum ist es nur ein Tuch? Ist es für euch nur ein Tuch und das hält mich nicht vom Arbeiten ab. Da habe ich gelernt, dass ich niemals irgendwo arbeiten möchte, wo man mich nicht will, wo ich mich erst verändern muss, um anerkannt zu werden und ich nicht ich selbst sein kann. Sie hören dann in solchen Fällen auf Ihre innere Stimme oder wonach gehen Sie in solchen Situationen, wenn Sie sagen, Sie möchten auf keinen Fall jemals irgendwo arbeiten, wo Sie nicht Sie selbst sein dürfen? Sie wollen sich nicht verbiegen in dem Zusammenhang. Ist das dann ein ganz starkes Gefühl oder gibt es äußere Parameter, die Ihnen helfen bei diesen Entscheidungen? Es ist ein ganz starkes Gefühl, was von innen kommt. Also das ist so mein oberstes, was ich habe. Weil sobald ich mich anfange zu verbiegen, bin ich nicht mehr ich selbst. Und da kann alles, was ich anfasse, nicht gut werden. Und ich kann dann nicht hinterstehen, wenn ich weiß, ich habe etwas, was ich mache und ich bin nicht glücklich und ich musste mich erst von außen aufgrund von äußeren Einflüssen verändern und nicht, weil ich es möchte und nicht, weil es meine eigene Entscheidung war und das kann ich nicht. Jetzt gibt es ja aber trotzdem im Beruf immer wieder Situationen, wo man vielleicht mal eine Grenze überschreiten muss, die man vorher vielleicht selber gar nicht überschreiten wollte. Kennen Sie solche Erfahrungen auch, dass es trotzdem was Positives haben kann? Ja, auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel aus sich herauswachsen muss. Also das sind immer wieder Learnings und die auch gut sind, weil man immer wieder auf neue Situationen gerät, die man so noch nie hatte. Und das ist aber was Positives. Also das assoziiere ich nicht negativ, sondern eher mit persönlicher Entwicklung und also mit positiven Eigenschaften. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, auch eine Ausbildung zu machen oder kam das gar nicht in Frage? Also wenn ich eine passende Ausbildung gefunden hätte, hätte ich eine Ausbildung machen wollen. Was wäre was Passendes gewesen? Welche Ausbildung wäre für Sie gut gewesen? Ich weiß gar nicht. Irgendwann in meiner Kindheit wollte ich auch unbedingt Bäckerin werden, weil ich Kuchen so sehr liebe. Also es hätte alles Mögliche werden können. Also es gibt so viele Ausbildungsberufe und ich weiß gar nicht, ob wenn ich heute mal drüber schauen würde, weil es ändert sich ja auch immer. Es ist nicht wie damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, sondern es erweitert sich. Es kommen immer mehr Medien-Ausbildungsberufe und ja, wahrscheinlich hätte ich da auch etwas Passendes für mich gefunden. Welche Eigenschaft wünschen Sie sich noch für sich? Vielleicht könnte ich alle Eigenschaften, die ich habe, einfach noch weiter ausbauen. Man kann immer mehr. Es geht immer mehr. Also es gibt kein Ende. Man kann nie genug haben. Was brauchen Sie dazu? Was ist nötig, damit Sie Ihre Eigenschaften, die Sie für sich gefunden haben, weiterentwickeln können? Immer mehr Herausforderungen. Man kann nicht immer nur dasselbe machen. Ich bin kein Mensch, die immer nur dasselbe machen kann. Also ich langweile mich schnell und ich brauche Herausforderungen, Dinge Neues und die kann man in einem Beruf haben, die kann man lernen, wenn man Neues macht. Ja, immer wieder in neue Dinge reinschnuppert, sei es hobbymäßig oder auch beruflich. Wie haben Sie das in Ihrem Leben geschafft, genau das rauszufinden, dass das ein Teil ist, den Sie brauchen, um erfolgreich zu sein, um kreativ zu sein, um weiterzugehen? Gab es da irgendwelche Momente in Ihrem Leben, wo Sie sagen, das waren Schlüsselaugenblicke, wo Sie gespürt haben, so funktioniere ich und so kann ich erfolgreich weitergehen?
Ich muss sagen, dass meine Mutter mir das schon immer gesagt hat. Die hat immer gesagt, du brauchst immer was Neues. Also dich langweilt etwas schnell. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass sie recht hat. Also ich brauche immer irgendwie so etwas, was so meine Nerven kitzelt und was so mir so einen neuen Antrieb verschafft. Und es ist mal eine Herausforderung mit Mathe zum Beispiel gewesen. Bis heute ist es keine Herausforderung, die ich meistere, aber es ist so, es ist immer da und ja, es ist irgendwie, wenn man etwas hat, wofür es sich lohnt, dann hat man immer irgendwas, worauf man aufbauen kann und immer etwas, womit man sich beschäftigt einfach und was nicht so geradlinig und langweilig. Was kitzelt Sie im Moment? Was ist Ihr nächstes Ziel? Das sage ich nicht. Wunderbar, dann bleibt das mal noch im Verschlossenen. Darf ich Sie noch zu einer kleinen Schnellfragerunde einladen, zu einer kleinen Assoziationsrunde? Ja. Plan A wie? Anfangen, einfach anfangen. Sie sind atypisch, weil? Ich alles, was mich interessiert, versuchen möchte, anzufangen. Sie sind typisch? Typisch ich. Wenn Sie Angst haben? Versuche ich erstmal runterzuschalten und auf den Boden zu kommen. Mut bedeutet? Sich an Dinge heranzutrauen, die man sich sonst nicht traut. Wer A sagt? Muss auch B sagen. Super, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Gerne. Darf ich zum Schluss ein kleines Selfie von uns beiden machen? Ja, klar. Das ist mehr Ahnung als ich. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich besser.